Hallöchen zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge vom Diapark. Das ist mein Franchise-Zoo und wir sind jetzt bei der Folge 112. Ja, das ist echt schon eine Zahl, ne? Und wir haben beim letzten Mal ja die wunderschönen Steine und die Pflanzen hier platziert und naja, ich bin halt ein lahmer Ente und er dauert ein bisschen. Aber ich glaube, in dem Spiel ist das irgendwie normal. Da geht es halt wirklich wortwörtlich Stein für Stein weiter. Und da machen wir es auch direkt weiter. Ohne langes Tamtam und Gemache. Ja, ich gucke da jetzt gar nicht rein. ja, die Steine. Also das hier gefällt mir ganz gut. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt mal weiter. Ne, ich glaube, der passt, glaube ich, nicht. Was mit euch? Ach, ihr redet miteinander. Ja, ganz normal. Ja. Kennt man ja. So macht das jeder. Vom Schreien. Nee, natürlich nicht. Hier müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir nicht da hochspringen können. Aber ich glaube... Oh, Moment mal, es wird dunkel. Ich glaube, wir tun mal die Uhrzeit ankleben. So. Dadurch, dass das Häkchen hier drin ist, bleibt die fixiert. Also, ja, falls ihr auch mal im Franchise das anders haben wollt, dann macht das so. Hin und wieder ist dieser Dauertag eigentlich ganz gut. Gerade hier beim Einrichten und Bauen und so. Es windet, oder? So, und jetzt bräuchten wir einen anderen Stein, vielleicht der? Ist das derselbe? Nee. Naja, den wollte ich ja, genau. Der sieht doch nach was aus. Oh ja, die flache Seite vielleicht. Oh. Ja, wenn ihr da komische Geräusche hört, das sind die Nachbarn. Ach ja, da stirbt wieder ein Pandachen. Mensch, Maja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir gucken mal kurz nach der Wegfindung. Okay, sie können zwar dahin, aber hauen nicht ab. Das ist viel wert. So, mal weiter. So. Machen wir das tiefer oder wie machen wir das? So? So. Das können wir nehmen. Ich glaube, den können wir da hinsetzen. Jetzt zeig mir das doch nicht andauernd an. Keine Todesfälle und keine Geburten. Ich will es gar nichts hören. Weg. Vor allem nicht, wenn ich auf Pause stehen habe. Oh, der ist gut, oder? Riesen-Oschi. Das da hin machen? Oh ja, ne? Das ist schick. Das passt, ja. So, und dann? Ah, stimmt, so eine Höhle. Ich weiß ja jetzt gar nicht genau, wie die leben. Na ja, gut, das ist nichts Neues. Das weiß ich bei den meisten Tieren nicht. Wir gucken mal die Zoopedia. Auf jeden Fall sieht es dschungelig aus.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt eine Höhle machen könnte. Ach so, mit anderen. Ja, genau, das wollte ich nämlich gucken. Die wollen nicht mit anderen zusammen. Naja, okay. Muss man akzeptieren, ne? Aber das da sieht doch nicht schlecht aus. Da müssen natürlich noch Pflanzen dazwischen und so. Vielleicht machen wir auch ein bisschen mit Moos. Ich weiß nicht. Jetzt lass doch mal Sheila hier. Und es schneit. Weil das die Meldung immer wieder aufploppen muss. Und was für eine Menschenmasse hier ist, ne? Ja, ich guck mal, ich zeig mal kurz von oben. So sieht der aus, für alle, die jetzt da neu dazugekommen sind. So, jetzt gehen wir wieder hier runter. Ein Blitzcooking. Ja, ich hatte, ich glaube, in den ein, zwei Videos vorher, oder 1 bis 3 Videos vorher, bin ich da ein bisschen mehr drauf eingegangen. Die Zeiten sind jetzt aber wieder vorbei. Ich glaube, die Nachbarn machen einen Trampelwettbewerb. Wer springt höher? Und noch ein bisschen so. Machen wir den mal da hinten hin. Oh, das sieht doch gut aus. Machen wir hier noch ein bisschen mehr Steinchen hin. Ich glaube, ganz verdecken, da müsste ich die Höhle hier noch vorziehen. Also diesen Bereich vorziehen, genau. Dann könnte man das so machen, dass sie quasi hier rauskommen. Und dann würde man das nicht mehr so sehen. Ich glaube, das würde gut aussehen. Dann müsste man hier oben natürlich auch wieder abdichten. Obwohl muss man, glaube ich, nicht unbedingt, oder? Nö. Okay, machen wir mal weiter. Herzchen. Ja, das da geht. Bisschen zugemacht. Oh Mann, ey. So. Probieren wir uns mal weiter durch hier. Ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Oder sollen wir das noch drehen? Ja doch, das da sieht von vorne ganz gut aus. Ach, jetzt nervt er nicht. Hä? Falsch? Wo ist es denn? Steppenzebra? Echt? Kämpfer? Wieso? Da muss ich jetzt aber mal gucken hier, weil Kämpfe gehen ja gar nicht. Wir haben 5 Zebras. Was ist denn los hier? Du bist älter. Ja, dann kommst du raus. Ins Handelszentrum. Genau. Und du nervst mich auch hier. Handelszentrum. So, ich hoffe, die Meldung kommt jetzt nicht mehr, dass die bald stirbt. Ja, dann sind wir jetzt wieder hier. Und also das, also wenn man kurz weg war, das kann man sich doch echt angucken hier. Wir können ja hier das Gelände noch ein bisschen anpassen. Vielleicht ein bisschen so. Und hier vielleicht ein bisschen runter. Ja, das Tal hier so ein bisschen mehr modellieren. Vielleicht kann man hier oben ja auch noch irgendwas Schönes hinstellen. Damit es sich für die auch lohnt, hier hinzugehen. Das da machen wir noch ein bisschen tiefer wieder. Ich kann mal hier ein bisschen höher. Vielleicht kann man ja auch so ein kleines Plateauchen hier reinmachen.
kommt hier ein Stein vielleicht hin. Wo sie dann drauf laufen können. Ich gucke mal. Natur. Da könnten wir, glaube ich. Ich glaube, der ist zu groß, ne? Naja, der ist zu groß. Oder? Dann drehen wir das mal. Nö, der ist gar nicht so groß. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Der geht doch gut. Gut, hier an der Seite sieht es komisch aus, aber das kann man ja noch richten, dass das ein bisschen höher kommt hier. Ja, oder? Ach doch, das sieht doch gut aus. Glaube ich. ja. So, und hier, ja, das entwickelt sich jetzt hier gerade wieder, das Gehege. Hier könnte man jetzt auch so Kletterzeug hinmachen. Und von dort können sie dann woanders hin. Na, hoffentlich benutzt er das auch hier. Ah, ich denke schon. Muss er mal gucken. Wird immer alles geguckt. So, dann machen wir mal das so. Ach ja, das sieht doch gut aus. Könnten wir sogar noch drehen. Müssen wir aber gar nicht. Das sieht auch so schon sehr gut aus, finde ich. Oh, hier noch so was Kleines. Und das Riesending. Der ist eigentlich mal gut, weil der so flach ist und man kann dann so, also weil der so schräg nach unten geht, kann man eigentlich ganz gut mitarbeiten. Sieht ja immer ganz gut aus, du. Bisschen so vielleicht. Ja, bisschen so. Ja, und hier könnte es ja, weiß ich nicht wie sein, aber wir gucken mal gerade nach so einer Plattform. Da kann man nämlich mit Holz ein bisschen arbeiten. Und die könnten dann ja hier irgendwie, weiß ich nicht, hier irgendwas kriegen. Und da hinten noch, Hauptsache viel Kletterzeug. Ich glaube, das Gehege wird ja, ein richtiges Mandrillparadies. War das bei Lebensqualität-Objekte. So, hier haben wir die Einzelteile. Mal gucken mal. Genau. Wir können auch die kleinere nehmen. Ja, welche nehmen wir jetzt? Das ist die Frage. Wir können auch die nehmen und zwei nebeneinander machen. Ja, die kommen gleich vielleicht in die Lüfte, müssen wir mal schauen. Ah, da muss ich das hier nehmen, okay. Bisschen höher. Ja, und da kommen die dann erstmal drauf. Aber erst muss man die mal physikalisch richtig hinstellen. Da können wir da sowas nehmen vielleicht. So, wir haben hier, glaube ich, noch einen kleineren. Den nehmen wir dorthin. So, und das wäre zu kurz. Na gut. Macht ja nichts. Machen wir das so. Oder wir machen nur eins hier vorne hin. Ja, das stützt ja auch perfekt schon. Das reicht ja.
Na. So. Gut. Ja, hier kommt noch was drauf. Können wir aber vielleicht sogar noch ein Stückchen höher machen. Sehr schön. Nee, nicht Natur. Gehege und Baupläne weg. Genau. Ja, kann man doch einfach schöner draufstellen. Da kann ja auch mal einer sitzen. Oder die Babys vielleicht. Das ist doch mal ein schöner Anfang hier. Es gibt ja auch solche schönen Seile. Und die habe ich ja noch nie benutzt, glaube ich. Und da können wir ja mal anfangen, die zu nehmen. Will ich das hier lassen? Das ist die Frage. Hat das darüber? Baue ich das jetzt mit da ein oder nicht? Ich glaube, ich mache das Stück vor. Noch ein Stück. Okay. Ja, so lassen wir es mal. Und dann bauen wir das mal mit ein. So, ob die Höhe so bleibt, weiß ich noch nicht. Ich mache das jetzt erstmal so. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Das wäre vielleicht auch was. Da könnten wir vielleicht das nehmen. Ja, oder ich gehe hier in die Höhe. Das geht natürlich auch. Naja, machen wir es mal so. Und da könnte ich hier hochkraxeln. Und dann nehmen wir das Ding hier. Und setzen das so an. Ja, ich habe das gerne ein bisschen asymmetrisch. Also diese Platten hier. Ich glaube, das ist irgendwie ganz schön so. Aha, das kann doch was, oder? Gibt es noch solche dünnen Dinger? Okay. Was ist denn das? Ist das der? Nee, Quatsch. Ah, das ist der. Gut. So, das hier können wir mal hier hin machen. Kopieren wir mal hier rüber. Auch asymmetrisch machen. So und so. Mhm. Ja, mal gucken, wie es damit aussieht. Ich habe es jetzt ja nicht hundertprozentig im Kopf, wie es wird. Das kommt mal noch. Und das vielleicht so machen. Ja, wichtig ist, dass der Pfleger da drunter kommt. Das funktioniert, glaube ich. Ein Stück hier rein. Mhm. So. Jetzt vielleicht die hier.
Oder doch noch mal so eine große. Ja, ich will hoch in die Lüfte, wie ihr seht. Naja, genau. Das ist schon gar nicht übel. Ja, da kommt der Flieger auf jeden Fall drunter. Müssen wir noch von hier nach da was machen? Ja, ich glaube, das geht so. Oh ne. Das geht gar nicht. Achso, ich muss das jetzt damit. Na, noch den einen bitte. Dann drehen wir das mal. Es soll ja schon passen hier. So. Gut. So, die Höhe. Passt die? Oder machen wir das so? Wir können die ja vielleicht auch kopieren und nochmal da unten irgendwo hinmachen. Ist auch so, dass der Pfleger sich vielleicht nicht die Birne einhaut. Ja, ich glaube, das geht. Ich weiß nicht, wie gut das aussieht, wenn die auf den dünnen Dingern rumkraxeln. Wenn das Mist ist, dann machen wir die einfach wieder weg. So. Steine? Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Obwohl hier auch Steine hin können, ne? Aber wir machen jetzt hier mit dem Kellerding weiter. So, das sind die kleinen. Könnte man ja auch so nebendran verteilen hier. So. Ist doch irgendwie niedlich. Und dann können wir jetzt zum Beispiel hier das offen lassen. Ja, und was noch? Weiß ich nicht. Ich will das hier aber auch gern haben. Ich weiß nicht, ob die sich da drauf setzen. Nee, oder? Oh, falsche Taste. Nochmal drehen. Also irgendwie ist das cool. Mir gefällt das da. Also hier wahrscheinlich auch, oder? Gut, ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier hochkommen. Hier könnte auch noch was hin. Vielleicht so ein kleines wieder. Wir können das ja so machen. Da gibt es die Größe schon. Ja, Tatsache. Na? Ja, dann machen wir das so. Könnt ihr jetzt noch so Stützzeug hinmachen. Aber ich lasse es jetzt momentan mal so. Oh, das wird bestimmt schön hier. So, wie kommen wir jetzt von da nach da? Seile, genau. Da wollte ich ja mal schauen. Da muss ich, glaube ich, auf den Bau, ne? Geben wir mal Seil ein. Oh, das sind ja auch die Dinger. Okay, das ist zu klein. Das ist perfekt. Oh, die machen wir später, wenn alles fertig ist. Gibt es sogar ein Eckisch. So, hier haben wir die Dinger.
Okay, drehen wir mal. Oh, da kommen wir ja dorthin. Das ist doch... Ach so, hier muss ja auch noch. Können wir aber eigentlich machen. Wenn wir dann noch so einen dünneren Stab hinmachen. Geht das? Ja. Das geht. Das geht wunderprächtig, geht das. So, jetzt holen wir noch einen vielleicht für hier dazwischen. Ah ja, welche gibt's? Ah, hier ist ein bisschen geschwungen. Wie groß ist der? 4 Meter? Oh, schade. Was ist das denn? Ein Wimpelding. Könnte ich auch einen geraden nehmen, aber ich weiß nicht. Wir gucken mal, wie es mit dem hier aussieht. Ich glaube, das da funktioniert nicht. Das sieht man ja schon. Aber vielleicht können wir den hier hinhängen. Ja, wir lassen uns doch nicht hier entmutigen. So, jetzt noch hier rein. Ah ja, super. Vielleicht machen wir von hier nach da. Ich glaube, das ist besser. Gucken wir mal. Na, vielleicht ein bisschen so. Ach, schön. So, jetzt gucken wir mal nach dem Stab. Da machen wir. Er ist auch keine 4 Meter, ne? Wir gucken mal kurz. Wenn wir schon hier sehen, gucken wir. Das sind 2. Aber das geht auch. Ich hatte nämlich eine Idee. Ich hänge das mal gerade dahin. Drehen wir das mal. Dann kommt dort so eine Plattform hin. Ja, ich glaube, die legen wir mal zuerst dahin. Wir könnten so eine nehmen. So. Theoretisch. Schön. Also das da wird ja echt... Also mir gefällt das jetzt schon voll gut. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Das kommt natürlich auch am Ende in den Workshop rein. Ich mache mir die Arbeit ja nicht nur für mich alleine. Da könnt ihr auch was von haben. Soll ich das so lassen oder... mehr nach innen? Ich hoffe, die benutzen das auch. Das ist bestimmt gut. Was machen wir jetzt? Ah ja, hier einen Stab suchen, genau. 6 Meter. Das passt auch gut. Da braucht man gar nicht weiter rauskommen. Dann lassen wir das einfach so. Also ich habe ja erst gedacht, das muss so ein längerer sein, aber das da geht ja auch. Wunderbar. So. Ja, locker. Ist da dran geschraubt? So wird den, glaube ich, noch ein mini Stückchen da reinmachen können. Genau. Ja, schön. Das ist doch mal ein Kletterparadies. Und das ist ja noch nicht fertig. Das ist ja immer noch... ich glaube, das da kann schon mal weg.
Da kommt ja noch was. So. Wie könnte das jetzt weitergehen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht könnten wir hier noch was drauf tun. Vielleicht das kleinere. Vielleicht so. Na? Hab ich nicht richtig hingeklickt. Na, sowas. Machen wir das so. Ja, warum nicht? Ist doch auch mal was. Ich glaube, die, ich weiß nicht, ob die da wirklich sich hinsetzen würden. Müsste man dann wirklich beobachten. Aber spätestens die Babys gehen da bestimmt hin. Brauchen wir das Keyboard da oben hin. Aber wir machen auf jeden Fall das Gehege erst fertig, bevor wir dann wieder zu den Flamingos gehen, weil da ist er auch noch nicht fertig. Aber erst machen wir hier fertig. Wir haben noch ein paar Baustellen hier. Im Zoo. Oh, ich hab's dir von der Nase weggenommen. Es ist jetzt da oben. Du spielst mit der Luft. Kein Ding. Oh nein. Ja, das trägt alles zum Wohlbefinden bei. Hä, du schwebst in der Luft? Wieso das? Oh Mann, was ist los mit euch? Du machst ja süße Geräusche. Schön. Ja, die Heidi. Ja, manchmal, wenn man aus der Kameraansicht von den Tieren rausgeht, dann reicht schon ein kleiner Mausraddreh und dann ist man sonst wo. Ja, bist du da jetzt festgepackt? Ich verleg dich mal hier hin. Ja, hier hinten muss man sich jetzt eher noch vorstellen, dass da noch Pflanzen dazwischen sind. Und ja, ich glaube, das Gehege hier, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber das kennen wir ja. Wir gucken mal, ob es noch ein Weibchen gibt. Noch zusätzlich. Eins ist da. Na, lass mich drücken. Ach nö. Aber wir holen dich trotzdem. Dann bekommst du Verhütung. So. Warten wir mal, bis die gleich da ist. Stimmt, einen Arzt brauchen wir. Aber es sind einfach schon 520.000. Also das liegt meiner Meinung nach schon irgendwie mit am Patch. Irgendwas haben die da verändert. Stopp, stopp. Lauf nicht weg. Du kommst nämlich zu den Mantras. So. Dann gibt es hier kein Gemecker mehr. Da holen wir auch mal den Tierarzt. Da kann er mal schauen. Oh, da wurde geklettert. Oh. Okay, was ist los?
Sind die Dinger nicht so gut für euch, ja? Ah. Ja, schön. Ja, die benutzen das. Immer schön krabbeln und klettern. Ach komm, wie klein du bist im Gegensatz zu ihm. Ich dachte, er ist schon winzig. Ja, wir können das Gehege natürlich auch ein bisschen kürzen. Das sehen wir aber noch. Oh, da ist sie da. Sie ist angekommen. Du bekommst Verhütung und wir nennen dich Ellie. Sehr gut. Ja, ich meine, wir müssen ja nicht bis hier hinten alles ausbauen. Das können wir auch bis hier machen. Da können wir das, was wir hier gebaut haben, auch hier rüber verlegen. Also diese kleine Dings hier, diese Insel, sag ich mal. Die passt dann auch hier hin. Ja, das kann man alles machen. Aber so wie es jetzt hier aussieht, gefällt mir das echt gut. Kann man doch echt so machen, ne? So, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Oder Vorschläge oder sonst irgendwas. Ansonsten steht uns, glaube ich, nicht mehr viel im Wege. Oh, guck mal an. Wir haben 20.000 verloren. Warum? Geht es jetzt schon wieder bergab oder was? Warum? Ich wollte gerade sagen, es steht uns nichts mehr im Wege, weil wir einfach Glück haben. Und dann sowas. Da ist ein Tier verstorben. Atmest du noch? Natürlich. Ja, dann wirst du wahrscheinlich bald sterben. Okay, das Geld steigt wieder. Also ich glaube, man sollte da nicht so oft hinschauen, weil das verwirrt einen nur. Und ich gucke mal, ob der Weg hier benutzt wird. Zumindest mal von einem Reinigungsman. Bist du ein Man? Ja. Der Lorenzo. Okay. Vielleicht gehen sie ja auch nicht hin, weil kein Gehege hier ist. Aber sie könnten, falls sie jetzt halt... Na, da können die da jetzt hingehen. Okay. Na, der Weg ist dann schon noch interessanter. Ja, ist alles noch nicht fertig, ne? Hier ist auch noch so nackig und roh. Das, hier ist auch nicht fertig. Aber zuerst kommt hier hinten die Ecke. Das hier war ja nur so notgedrungen und das muss warten. Hier wird fertig gemacht und dann wird das hier verbunden. Und dann schauen wir weiter. Ach ja, der Zoo macht mir richtig Spaß. Bin auch sehr froh, dass wir den nicht aufgeben mussten jetzt. Oh, da oben. Ach schön, wir gucken mal gerade noch, wie die laufen. Das wollte ich gerade die Karte anmachen. Der ist von da oben hier runtergesprungen. Genauso wollte ich das haben. Also die Heidi, die macht das schon. Ja, cool. Und jetzt läufst du da rüber? Ah, prima. Super. Ich gucke jetzt mal noch, wie ihr so laufen könnt. Gucken wir mal. Was toll, schaut mal an. Dann brauchen wir hier gar nicht mehr groß was machen, weil die das alles schon benutzen. Hier können sie auch wunderbar hoch. Dort können sie nicht hoch, das ist auch gut so. Da müssen die nicht unbedingt hin. Hä, bist du gesprungen? Hab gerade nicht hingeguckt. Wohl mein Tierpfleger, weil du hast Hunger. Aber das da ist doch gut. Gut, ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Abend. Und ja, viel Spaß beim selber spielen und... Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!